Es war einmal ein Königreich. Ein Königreich voller Freundlichkeit. Dort lebten ein König und eine Königin, die nur einen Wunsch hatten. Sie wünschten sich ein Kind. Der König und die Königin waren sehr gute Menschen. Daher wussten sie in ihren Herzen, dass ihr Wunsch eines Tages wahr werden würde. Und nicht lange Zeit später sollte genau dies eintreffen. Sie wurden mit einem gesunden Mädchen gesegnet. Da sie so sehr strahlte wie die Sonne, die das Land erhält, nannten sie die Prinzessin Aurora, ein altes Wort für Sonnenaufgang. Der König und die Königin beschlossen, zu Ehren der Geburt ihrer Tochter einen großen Ball zu halten. Alle waren eingeladen, sogar die Feen, die im verzauberten Wald lebten. Aber der König und die Königin machten einen großen Fehler. Sie vergaßen, eine bestimmte Fee einzuladen. Jedermann im ganzen Königreich und Könige und Königinnen der benachbarten Königreiche kamen herbei und brachten Aurora Geschenke und gute Wünsche. Schließlich war es Zeit für die 12 Feen. Die Feen brachten Aurora sehr außergewöhnliche Geschenke. Mit ihren Zauberstäben bescherten sie ihr alles, was sie sich je wünschen könnte. Schließlich waren nur noch 3 Feen übrig, die ihre Geschenke noch nicht präsentiert hatten. Auch sie gaben Aurora wundervolle Geschenke. Möge alle Schönheit der Welt immer dein sein. Kleine Prinzessin, mein Geschenk ist ewige Fröhlichkeit. Mögest du niemals traurig sein. Gerade als die letzte Fee ihr Geschenk darbringen wollte, passierte etwas sehr Unerwartetes. Der gesamte Ballsaal war plötzlich mit grünem Nebel gefüllt. Und als der Rauch sich lüftete, erschien eine schwarze Fee. Der König fragte, wer diese Fee sei, die uneingeladen zum Fest erschienen war. Die anderen Feen erkannten sie sofort. Es war die bösartige schwarze Fee. Ich sehe, dass alle eingeladen waren. Alle Bewohner des Königreichs, Könige und Königinnen und die Feen. Aber leider war ich nicht eingeladen. Der König entschuldigte sich für diese Unhöflichkeit. Ich werde dieser schönen Prinzessin natürlich auch ein einzigartiges Geschenk dalassen. Die wunderschöne Prinzessin wird aufwachsen, umgeben von Glück, Liebe und Bewunderung. Aber an ihrem 16. Geburtstag, bevor die Sonne untergeht, wird sie sich an einer Nadel stechen und sterben. Ergreift dieses Monster! Rief der König, aber die schwarze Fee verschwand mit lautem Gelächter. Es war noch ein Geschenk einer guten Fee übrig. Sie war nicht so mächtig wie die schwarze Fee, aber sie war in der Lage, den bösen Fluch wenigstens etwas zu mildern. Ich kann den Fluch nicht umkehren, aber ich kann seine Wirkung ändern. Du sollst nicht sterben, wenn der Fluch eintritt, sondern in einen tiefen Schlaf fallen, aus dem dich nur ein Kuss wahrer Liebe erwecken kann. Der König wollte vermeiden, dass der Fluch je in Kraft trete. Also verordnete er, dass jede Nadel, jedes Spinnrad und alles, das einer Nadel auch nur ähnlich sah, gesammelt und im Hofe des Schlosses verbrannt werden sollte. Dank der Geschenke der Feen wuchs Prinzessin Aurora zu einem wunderschönen und gutherzigen jungen Mädchen heran, das überall beliebt war. Eines Tages ordnete der König an, dass 3 der Feen immer an Auroras Seite sein und auf sie aufpassen sollten. Aurora hatte viel Spaß mit ihren Feenfreundinnen. Schließlich war der Tag gekommen, an dem Prinzessin Aurora 16 Jahre alt wurde. Der Fluch der schwarzen Fee sollte vor Sonnenuntergang in Kraft treten. Der König und die Königin
taten alles, um dies zu vermeiden. Aber sie waren sehr besorgt, dass es trotzdem geschehen würde. Sie schlossen Aurora in ihrem Zimmer ein, um sie zu beschützen. Aber da sie nicht verstand, was los war, war Aurora nicht sehr erfreut darüber, eingeschlossen zu sein. Plötzlich öffnete sich eine Tür in der Wand. Aurora war sehr verblüfft. Sie hatte diese Tür noch nie gesehen. Und sie hörte seltsame Geräusche von hinter der Tür kommen. Neugierig und sich keiner Gefahr bewusst, ging Aurora durch die Tür. Sie betrat einen Raum, in dem eine alte Frau an einem Spinnrad saß und ihr den Rücken zukehrte. Wie verzaubert ging Aurora auf das Spinnrad zu. Gerade als die Sonne unterging, trat der Fluch der schwarzen Fee in Kraft und Aurora streckte ihre Hand nach der Nadel aus. Und dann passierte es. Mit nur einer Berührung der Nadel sank sie zu Boden und fiel in ihren unendlichen Schlaf. Und so war es geschehen. Genau zu Sonnenuntergang hatte sich der Fluch der schwarzen Fee an Auroras 16. Geburtstag erfüllt. Aurora wurde in ihre schönsten Kleider gekleidet und auf ein Blumenbett gelegt. Damit begannen die Zeiten, in denen Aurora als Dornröschen bekannt wurde. Der König und die Königin konnten den Schmerz nicht mehr ertragen. Also beschlossen sie, den gesamten Hof schlafen zu lassen, bis Aurora wieder aufwachen würde. Jahre vergingen. Eines Tages kam ein schöner Prinz vorbei und bemerkte das Schloss, das von Dornenbüschen und Efeu umrankt war. Seine Männer erzählten ihm die Geschichte des Schlosses und des Dornröschens. Der Prinz wurde neugierig und entschied, das Schloss zu betreten. Die Büsche waren zu dicht und die Dornen machten es fast unmöglich, sie zu durchdringen. Der Prinz zog sein Schwert und schlug sich den Weg durch die Büsche frei. Als er endlich durch die dicke Hecke hindurch war und vor dem Schloss stand, sah er zwei Wächter schlafend vor dem Tor liegen. Er öffnete das Tor und war erstaunt von dem Anblick. Überall lagen Menschen auf dem Boden. Er begann durch das Schloss zu laufen und kam zu den Gemächern des Königs. Der König und die Königin schliefen auf dem Sofa. Dann sah er einen Raum mit halb geöffneter Tür. Er trat ein. Dies war der Raum, in dem Dornröschen auf ihrem wunderschönen Blumenbett schlief. Der Prinz trat ans Bett heran, sah die Schönheit an und lehnte sich zu ihr herüber. »Du bist das berühmte Dornröschen. Du bist so wunderschön«, flüsterte er in ihr Ohr. Er war so überwältigt von ihrer Schönheit, dass er sie auf die Stirn küsste. In diesem Moment öffnete sie ihre Augen und erblickte den schönen Prinz, der sie ansah. Als Aurora erwachte, wachte das gesamte Schloss mit ihr auf. Der König und die Königin rannten sofort in Auroras Zimmer, um zu sehen, ob alles in Ordnung war. Als sie ihre schöne Tochter wach sahen, waren sie voller Freude und Glück. Der Prinz hielt um Dornröschens Hand an. Die Prinzessin lächelte und nahm seinen Antrag an. Und natürlich gab der König seinen Segen für die Hochzeit. Der Prinz hatte schließlich seine Tochter und das Königreich gerettet. Sie hatten die schönste Hochzeitszeremonie, die man je im Königreich gesehen hatte. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Alices Schwester begann ein Buch zu lesen. Da bekam Alice große Langeweile. Als sie überlegte, womit sie sich beschäftigen könnte, hoppelte ein weißes Kaninchen vorbei. Das Kaninchen sprach zu sich selbst. Alice war erstaunt. Sie hatte noch nie ein sprechendes Kaninchen gesehen. Das Kaninchen schaute auf seine Taschenuhr. Oh nein, ich komme viel zu spät, sagte es aufgeregt. Alice war sehr beeindruckt von dem, was sie sah.
Sie war neugierig, was als nächstes geschehen würde, also lief sie dem Kaninchen nach. Das Kaninchen kletterte in ein Loch in einem Baumstamm. Alles folgte ihm in das Loch. Plötzlich fiel sie einen tiefen Brunnen herab. Der Brunnen war sehr lang und Alice fiel langsam immer tiefer hinein. Auf dem Weg nach unten fiel sie an Bildern, Möbeln, Essen und Musikinstrumenten vorbei. Alice fühlte sich, als würde sie durch die ganze Welt durchfallen, bis sie schließlich weich landete. Vor sich sah sie einen langen Korridor. Alice stand auf und ging den Korridor entlang. In dem Korridor sah sie viele verschlossene Türen. Und das Kaninchen war verschwunden. Alice hatte Angst, sie würde nicht mehr nach Hause finden.